Moin Moin Freunde der vergänglichen Kunst, da sind wir wieder. Ja, kleines Zwischenupdate mit dem Sonnenrad. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt die anderen Videos gesehen. Mittlerweile haben wir hier so kleine süße Sachen verleitet. Hier sind jetzt die kleinen Vulkane, Flitze Feuerstein. Hier nochmal als Fächer rechts, links. Ja, letztendlich habe ich jetzt mich für eine gelbe Litze entschieden. Hier unten haben wir nochmal eine Geisterfontäne in Rot. Hier ist jetzt die schnelle Visco mit 30 Sekunden der Meter. Hier ist auch nochmal eine rote Geisterfontäne. Hier oben kommen dann zwei Geisterfontänen in Grün. Wie gesagt, wir haben dann unten die Zündung, Mitte und oben. Jeweils rechts, links laufend. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, die drei Flitze Feuerstein. Und hier unter befindet sich jetzt noch eine langsame Litze, eine langsame Visco unter der Abdeckung hier. Die geht dann hier hoch an die Eisstern von Jorge. Eine Minute Brenndauer. Und hier gehen wir jetzt mit einer auch langsam grünen Visco hoch an die Eissterne vom Sonnenrad. Ja, wie ihr seht, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen abgeändert, weil es war einfach zu fummelig, diese kleinen Eissternröhrchen, sage ich mal, an diese 26 Zoll Felge ranzufummeln. Jetzt habe ich mich entschieden, weil es ja auch mehrfach verwendet wird, mal ein Drahtgitter in der Größe mal zurecht zu flexen und mal anzubringen, um auch mal wirklich die kleinen Sachen vernünftig dort befestigen zu können. Ja, zwei Tipps, zwei Tricks habe ich hier. Zum einen zeige ich jetzt hier gleich nochmal den ersten Treibkörper von der Rakete. Ja, hier ist jetzt die erste Zündung, läuft hier runter und geht hier zum ersten Treibkörper, sprich in die Richtung. Eins. So, hier ist jetzt der zweite zu sehen. Ihr seht schon, die Litze ist recht lang diesmal. Ist gut 50 cm lang. Und hier ist der zweite Zündpunkt von dem zweiten Treibkörper, der das ganze Rad halt in die andere Richtung dreht. Ja, Tipps und Tricks heißt es. Vielleicht hat der eine oder andere Probleme in meinem Umgang mit dem Tape Match. Ich habe jetzt einfach mal, wie ihr seht, hier ein ganz dünnes Baumwollgarn gespannt. Und dann kann man an diesem Baumwollgarn ganz geschmeidig das Tape Match drüberlegen und zusammendrücken. Werde ich später nochmal zeigen. Hier habe ich jetzt nochmal die Koboldfontänen, vier Stück an der Zahl, für die zweite Drehung. Schon mit Tape Match verleitet. So, da Nummer 2, Zündung in die Mitte. Nicht wundern, hier kommt jetzt erst noch Aluminium Tape rüber, damit dieses Tape Match, was nachher die Eissterne entzündet, nicht noch die grüne Litze anzündet, auf Deutsch gesagt. Ja, des Weiteren ist mir aufgefallen, hier ist jetzt ein Flitze Feuerstein und ich hatte ja erwähnt, bei meinem Feuerwerk hatten sich zwei Litzen gelöst gehabt. Ich habe jetzt hier mal einen Kabelbinder rumgezogen und war der Meinung, die ist fest. So, jetzt bin ich gegengekommen und zack, wie man hier sieht, kann man nicht davon ausgehen, dass so ein Kabelbinder hält. Also meine Empfehlung ist definitiv mindestens zwei. Gut, hier ist jetzt die Litze etwas kurz. Und wenn es möglich ist, noch ein Klebeband rum. Also da sollte man dann wirklich auf der sicheren Seite sein. Wie zum Beispiel hier. Da habe ich jetzt oben unten Kabelbinder und nochmal Klebeband rum. Also das wird funktionieren, hier auch nochmal.
Das sollte so funktionieren. Tipps, Tricks, Knöpfe die zweite. Hier ist jetzt der Knoten zu sehen von der grünen Visco, der das Rad halt festhält. Warum stellt meine Kamera nicht scharf? Ganz eigenartig. Ja, jetzt so ein bisschen. Ja, okay. Letztendlich, der abgebrochene Raketenstab, der jetzt hier so befestigt ist, der hat auch die Aufgabe, den kann man halt so ein bisschen verstellen, ne? So oder so. Dann kann man das schön gerade rücken. Wie gesagt, bei den Eissternen gehe ich nicht davon aus, dass das Rad irgendwie in Bewegung kommt, aber letztendlich, wenn man dann halt einen Vulkan hat oder große Fontänen, da reicht schon was aus, wenn das ein bisschen schräg steht. Hier ist dann nochmal mit Zweifach-Kabelbinder die Verbindung zur Litze von dem Raketentreibkörper zu sehen. Und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie ich das mache mit dem Knoten, beziehungsweise es ist eigentlich nur ein Durchschlaufen. Das ist eine Doppelschlaufe gelegt und gehe in der Mitte dann wieder hoch. Ja, nehmt auf keinen Fall eine rote oder gelbe Litze für das Befestigen von irgendwelchen Rädern, weil in diesen Litzen befindet sich ein Draht, ein dünner Draht, und da kann halt passieren, dass dieser Draht wirklich, ich möchte nicht sagen festbrennt, aber der hält halt extrem gut und die ganze Sache kommt gar nicht erst in Bewegung. Und zum anderen müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr rote oder gelbe Litze verwendet, die, ich sag mal, alle 15 cm mindestens so zu befestigen, weil die so extrem umherschlägt, dass zu Fehlzündung kommen kann. Ihr müsst sie nicht komplett abdecken, aber so zumindest, dass ihr dann, ich sag mal so 10, 15 cm im Abstand immer Klebeband oder je nachdem Pappstreifen draufklebt. No. Gut, so viel dazu. Falls ihr Fragen haben solltet, wie gesagt, einfach schreiben. Ansonsten sehen wir uns dann nochmal beim fertig verleiteten Sonnenrad und spätestens dann bei der Zündung. Alles klar, so den. Bunte Grüße. Ciao.